Ich bin auch dafür, da einiges dafür spricht, dass es um einen Angriff eines ausländischen Nachrichtendienstes geht, dass das gesetzlich dafür zuständige Bundesamt für Verfassungsschutz auch seine Hilfe anbietet. All das ist aber ein Angebot. Die Entscheidung darüber, wie von diesen Angeboten Gebrauch gemacht wird, die Entscheidung darüber, wie es mit dem Netz weitergehen soll, trifft allein der Deutsche Bundestag, und ich werde dazu weder intern noch öffentlich irgendwelche Ratschläge geben. In diesem Zusammenhang, Herr Minister, gestatten Sie mir zu Ihrem Einwurf zu unseren eigenen Angelegenheiten eine Bemerkung. Es ist eine pure Selbstverständlichkeit, dass die Informationen, die nach Recht und Gesetz dem Bundesamt für Verfassungsschutz, welches nach Gesetz für die Spionageabwehr zuständig ist, übermittelt werden müssen, dass auch der Deutsche Bundestag diese Informationen natürlich übermittelt. So wie ich es auch für eine pure Selbstverständlichkeit halte, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz dem Deutschen Bundestag und all denen, die im Moment damit befasst sind, diesen tatsächlich ernsthaften Angriff abzuwehren und Vorkehrungen zu treffen, dass wir besser geschützt sind, natürlich seine Erkenntnisse übermittelt, gegebenenfalls auch über schon erfolgreiche Abwehrstrategien in der Auseinandersetzung mit diesem Angreifer. So weit und so gut. Deshalb verstehe ich nicht die Pappkameraden, die in den letzten Tagen hier aufgebaut wurden, und die Aufforderungen, dass der Bundestag solle doch bitte mit dieser Behörde kooperieren.